So, willkommen zurück. FM-Zeit wieder. Und wir schauen mal so in den privaten Bereich. Können ein bisschen golfen. Und dann hoffen wir langsam mal, dass die Spieler zurückkehren. Akpala ist zum Beispiel wieder da. Das ist doch schon mal was. Ja, Sieg in der Champions League, Sieg in der Liga, das ist doch mal gut. Viel besser kann es gar nicht gehen. Jetzt haben wir Pokal. Pokal könnte man fast mal Ignjowski spielen lassen. Mit Ignjowski müssen wir mal ins Gespräch gehen. Wo ist er denn? Da ist er. Versprechen. So, seine Rolle ist erstmal weg, denn. So, Spiel gegen Köln. Jelle. Gegen Wolfsburg müsste Jelle schon wieder fast fit sein, ne? Das ist doch was. Gehen wir mal in die Taktik. Stellen wir mal die Taktik hier auf 75 als Standard. Ein bisschen höher noch. Und gleich rein ins Spiel hier, nicht lange rumfaseln. Wir haben ja gerade einen ganz guten Lauf, also nutzen. So, wir haben gesagt, wir werden heute jeden Millimeter des Spielfelds umgraben. Und genau so muss es gehen gegen Köln. Ja, da kannst du nur mit Kampf gegenhalten. Ich glaube, spielerisch ist es bei uns noch nicht so weit, dieser Saison. Da haben wir eindeutig Defizite. Also muss der Kampf her. Und den werden wir jetzt annehmen gegen Köln, ne? Leute, ich will jetzt hier Siege sehen. Dritte Runde ist Pflicht für uns im Pokal. Sonst können wir gleich nach Hause fahren. Können wir auch gleich unseren Job an den Nagel hängen und uns beim Arbeitsamt melden. Also gucken wir, was passiert. Bremen von links nach rechts. Auf die Bremer Fans zu. Auf die Ostkurve. Elia! 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 Aufstakt nach Maß hier. So läuft's im Business. Klasse Lob da noch über den Schlussmann, Timo Horn. Guter Schlussmann übrigens bei Köln, Timo Horn. So ein ganz junger Torwart, sehr talentiert. Und das 2-0. Ja, was ist denn hier los? Arnautovic, siebte Minute. Werder hat was vor. Klasse Lob. Man hat das Gefühl, Kölle ist noch gar nicht so richtig im Stadion. Ist gerade Karnevalzeit und boah. In höchster Not geklärt da von Prödel dann ins Aus. Bevor er den Ball ins eigene Kopf klärt, hat er ja auch schon mal hingekriegt. Dann lieber so. Da steht er abseits, Gott sei Dank. Mielitz kann den Ball jetzt rausschlagen. Ja, das wäre auch mal natürlich was Nettes, ne? So ein richtiges Spiel, wo wir mal wieder zeigen, hier, wir sind Werder, ne? Wir sind nicht umsonst in die Champions League gekommen. Das wär's. Nächstes Spiel Champions League zu Hause gegen Porto. Oder zu Hause gegen, nee, zu Hause gegen Manchester. Und dann geht's gegen Porto. Wird spannend, ob wir die Leistung vom Hinspiel nochmal zeigen können. Ich hab ja den Verdacht, dass es nichts wird, aber man soll ja den Tag nicht vorm Abend loben, ne? Ja, dieser Horaunu oder wie der heißt da, den kenne ich gar nicht. Der macht, was er will. Der macht, was er will da vorne. Den werden wir, glaube ich, erstmal ein bisschen. Ich glaube, den werden wir mal ein bisschen einbremsen. Das geht ja mal gar nicht, ne? Taktik vergleichen. So, Junuzovic. Hier, dein Mann jetzt. Das lasse ich mir nicht mehr gefallen von dem. So nicht. Das werden wir jetzt auch mal früher einführen und dann ist der durch. Ja, wo warst denn du? Ich sehe hier weit und breit keinen Junuzovic. Verstehst du das unter Manndeckung? Ja, wer da wollte antworten? Schuss. Timo ist unten. Timo Horn. Akpala. Komm, lauf, Junge. Lauf. Lauf um dein Leben. Schieß, Tor. Horn macht einen Fehler. Ja. Horn macht den Fehler. 3-1 Werder. Gut. Da gibt's Applaus hier. Ja, da gibt's Applaus von der Trainerbank. Schuss. Ja, den muss er halten. Den muss er halten. Das ist, da führt kein Weg dran vorbei. Das ist sein Fauxpas. Das weiß er, glaube ich, aber auch selbst am besten. Ja,
Junuzovic lässt wieder locker von ihm. Ich habe gesagt, du sollst dich in die Waden reinbeißen von dem. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Akpala kriegt das Leder nicht unter Kontrolle. So, jetzt Arnautovic. Schöner Pass raus zu Elia, der wird aber fair getrennt. Bigalke. Diesmal ist Junuzovic da. Diesmal passt er auf, endlich. Ja, das kann man dann schon als Foul sehen, meiner Meinung nach. Das sicherlich auch. Lässt er den Körper stehen. Freistoß. 19 ist das Bigalke. Auf jeden Fall ist er drin. Jajalo war's. Ansehnlicher Freistoß. Und wir müssen wieder zittern. Kriegen wir wieder zwei Gegentore. Es ist nicht zu fassen. Ich glaube, das war der am öftesten gesagte Satz. Es ist nicht zu fassen. Aber weil es so schön war mit dem Freistoß, geben wir doch einfach noch eine Freistoßchance. Ja, diesmal ist er wenigstens nicht drin. So, knappe Führung zur Pause. Arnautovic ist angeschlagen. Der muss runter. Hand nehmen wir auch runter. Du kommst zweite Halbzeit, drehen wir nochmal richtig auf, Leute. Gib Gas. So, wer braucht denn noch eine Massage? Rakitic wirkt fertig. Zlatko wirkt fertig. Okay, ich glaube, sind alle fertig. Sind alle platt, alle K.O. Aber komm, ist mir egal. Ihr seid Fußballprofis, ja. Von euch will ich das. Von euch wird das erwartet einfach. So, Ikechi. Elia bleibt hängen. Kriegt den Ball nochmal, aber der war zu genau. So, wieder Elia. Holt den Einwurf raus. Ja, die Pfeife bleibt stumm beim Schiri. Jetzt hat er Handspiel gepfiffen. Jajalo aus kürzester Distanz an den Hand geschossen. Ne. Gouffra vorbei da oben. Aber auch nur an einem. Wird dann gefoult. Freistoß durch Ikechi. Horn ist da. Ja, umgerannt. Schiri pfeift hier sehr englisch. Gibt es eine Freistoß aus bester Position? Ja, aber mit Freistößen haben wir nichts am Hut, ne? Ja gut, war abgefälscht. So, Brödel, jetzt mal den Rückwärtsgang hier einlegen. Kirchhoff gewinnt den Ball in einer guten Position. Akpala, komm, mach ihn! Er schießt. Macht ihn aber nicht. Ja, wir bringen Lücke nochmal. Der Lücke, der macht nochmal was hin, ne? Wenn der eingewechselt wird. Der macht nochmal richtig Betrieb. Jetzt leckt das so ein bisschen vor sich hin wieder. Keine Ahnung warum. So, Elia kommt nicht vorbei. Kurz Pause. Was ist denn hier los mit Fraps? Mal kurz Aufnahme an und aus und anschalten. Boah, hab jetzt ein bisschen was gedrückt. Mal gucken. Ja, wir bleiben konstant bei 28 Frames. Hm. Ja, lassen wir es mal weiterlaufen. Ich weiß jetzt nicht, woran es liegt. Bis jetzt lief der ja immer flüssig. Ja, mal gucken. Oh, jetzt wird er hier wieder gefoult. Ja, schickt der Maro auch gleich mal weg. Ihr brauchst dich gar nicht zu beschweren, sagt er. Ne? Am Rande zum Elfmeter. So, vielleicht jetzt mal ein Freistoß. Jetzt mal ein Freistoß. Das ist doch eine Position. Ach, komm. Fahr nach Haus. Füllkrug wird gefault. So, jetzt heißt es duschen gehen hier. Für Jajalo. Das ist gut. Das freut mich. Ja, Freistoß hat mit Torgefahr wieder nichts zu tun. Ja, da müssen wir auch unbedingt mal was machen. Aber Ikechi hat das eigentlich als Hausaufgabe auf, zu trainieren. Und auch Rakitic, glaube ich. So, Elia, komm, durchsetzen. Boah. Hier wird aber auch getreten, meine lieben Freunde. So, das Spiel hat sich wieder gefangen, läuft wieder flüssig. Keine Ahnung, was das war. Junuzovic, vorbei. Ikechi,
auf Gouffrin, der mit dem schönen Pass und fast das Eigentor. Eckball, Horn. Prüdel. Lehmann, Brücker. Nusovic hat den Ball wieder. Füllkrug auf Elia. Kommt nicht vorbei. Wieder mal ein Foul. Wieder mal ein Freistoß für Werder. So kriegt man die Zeit auch runtergedreht. Füllkrug. Das war mal ein starkes Tackling. Nusovic in der zweiten Halbzeit war er da. Ne? Zweite Halbzeit war er da. 6:2 für die Bayern. Wirst du denn deppert? Ich glaube, die Bayern haben dieses Jahr was vor im DFB-Pokal. So, Spiel ist aus. Wir gewinnen. Das ist wichtig. Das ist das Wichtigste überhaupt. Arnautovic, Spieler des Spiels. Die ganze Offensivabteilung hat getroffen. Das ist immer gut. Was sagen denn so die Ergebnisse? Ja, Bayern. 4 Tore Groß, 2 Tore Petersen. Ja, diesmal die Bundesligisten. Wolfsburg fliegt raus. Frankfurt siegt nach Elfmeterschießen. Hamburg weiter. Hertha weiter. Dortmund knapp gewonnen. Nürnberg weiter. Naja, das war dann doch erwartungsgemäß. So, mal sehen, auf wen wir treffen. Eintracht Braunschweig. Okay, Zweitligist. Sollte machbar sein. Theoretisch. So, gucken wir mal. Ein Tag, 3 Tage. Das wird eng. Jelle ist wieder da. Schön. Hoffen wir, dass Elia wiederkommt. Können nur die Daumen drücken. Wir brüchten ihn. Ja, alle da. So gut, Fossen kommt mit für Füllkrug. Füllkrug geht wieder in die Reserve. Team, zweite Mannschaft. Aufstellungsassistent. So, dann ist Lücke wieder vorne drin. Kann wieder auf Torejagd gehen. Gut, Teamdynamik. Wir müssen reden. Wir haben zu reden. Knappes Ding. Upsala, Versprechen. Donk. Boah. Gucken wir mal, dass wir so die erste Elf jetzt mal so richtig motiviert kriegen. Das sieht aber mittlerweile schon ganz gut aus. Elia. Selassie. Oh, guck mal, Elia hier in Megaform. Super letztes Spiel. Militz loben wir auch in den Himmel. So, und Aaron auch wieder zu alter Stärke. Das freut mich auch für ihn. So, zweite Mannschaft, Füllkrug. Können wir nichts sagen, nichts Gutes. Gebhardt nicht. Schade, dass wir hier nicht besser reden können. Gut, wie dem auch sei. Jelle Fossen ist wieder da. Können wir irgendwie was Gutes sagen? Nee, nicht wirklich. Lassen wir das dann. Gut, gehen wir rein ins Spiel. Bin gespannt, wie es wird. Vielleicht eine kleine Siegprämie. Sind noch 75, ja. 5.000 für den Sieg im Nordderby hier. Nächstes Nordderby, letzte Woche gegen Hannover, jetzt gegen Wolfsburg. Boah, wir spielen in Schwarz, die in Neongrün. Man darf gespannt sein. Und wir sehen uns gleich wieder auf dem Platz. So, wir haben gesagt, gebt euer Bestes hier im Spiel gegen die Wolfsburger, meine ich natürlich. Ja, Nordderby, klein. Ne? Das kleine, das einzig wahre Nordderby ist natürlich nur gegen den HSV. Für mich immer die Highlights der Saison gegen Hamburg.
Aber auch Wolfsburg, ne, hat ja Ambitionen. Die kommen ja auch, sind ja auch im Kommen. So, schauen wir mal, wie es ausgehen wird. Oh, erstmal eine andere Kamera vielleicht. So, Rakitic. Elia. In der Mitte, da stehen sie doch schon. Arnautovic hätte da den Fuß irgendwie reinbringen müssen. Wer ist das denn? Behrens? Kenne ich nicht. Wo kommt der denn her? Den Behrens, den müsste ich mir mal angucken. So, Hand raus zu Arnautovic. Der wird gefoult von Naldo. Ja, viel Ähnlichkeit hat dieser Charakter aber nichts mit Naldo, muss man ja mal so sagen. Da gibt man sich nicht so die größte Mühe beim Nachbauen. Schade eigentlich. So, Hand. Arnautovic. Wieder Akpala. Komm, Akpala, mach ihn! Nein! Benaglio hält. Guter Keeper, der Benaglio. Brödel in den ausgestreckten Fuß und jetzt heißt es. Ja, der steht abseits. Ja. Haben gut gesehen, dass der abseits stand. Das haben sie jetzt mal richtig schlecht ausgespielt. Akpala von zwei Leuten gleich gelegt. Freistoß. Arnautovic! Klasse Parade. Ball wäre noch heiß. Kirchhoff fängt ihn ab. Und Ochs. Und er kämpft den Ball gegen Rakitic. Diego! Passt so ungenau. Akpala. Schöne Körpertäuschung. Schade, Anki. Er kommt da nicht so einfach vorbei. Und Dost, der rennt hier einfach mal durch das ganze Feld und haut ihn uns rein. Nee, so nicht. Freund der Sonne. Einfach nur von hinten in die Beine getreten. Boah, es gab auch schon mal Gelb. Boah. Riesenchance für Wolfsburg. Hand. Nusovic wird gelegt von Diego, die zwei Kleinen. Und Akpala hat Platz und macht ihn. Jawohl. Ausgleich. Wichtiges Tor hier. Arnautovic. Spiel zu Akpala wieder. Komm, Akpala. Er ist allein noch weiter Flur, ne? Virinha. Gute Flanke. Dost kann den Kopfball nicht platzieren oder drücken oder dergleichen. Rakitic. Arnautovic. Wieder Ball verloren. Aber Junuzovic, der erobert den. Na, den kann Elia nicht erkommen. Da kann er noch so schnell laufen. So schnell läuft der da nicht hin. Behrens. Diego. Aufgepasst von der Innenverteidigung. Wieder Akpala. Ja, faul. Gibt Freistoß. Junuzovic, Akpala drin! Saisontor Nummer 9. Schönes Tor. Und auch wichtig. 2-1 Halbzeitführung also. Das liest sich doch ganz gut. Tja, Jelle wollen wir auch nochmal bringen dann heute. So haben wir uns das vorgestellt. So gehen wir ein bisschen in die Gespräche. Hand versuchen wir weiter hochzudrücken. Hier geht alles hoch. Ja, Rakitic werden wir mal runternehmen. Bringen wir Ikechi für Rakitic. Schauen wir mal, wie das so wird. Zuerst mal Akpala da fast vorbei. Virinha. Holt den Freistoß. Wir treten von Diego. Miletz da. Hand grätscht vorbei. Bastos.
Glück, Glück, Glück. Ja, Bremen muss jetzt, die müssen jetzt die Ruhe bewahren. Jetzt holt sich Naldo auch seine Gelbe. Fast mit dem Kopf voran in den Gegenspieler, ja. So, Ekeci rennt auch mal mit dem Kopf durch den Wand beim Freistoß. Und jetzt kommt Marin, da ist er drin, 3-1. 3-1 und das ist eine gute Möglichkeit, jetzt einfach mal Jelle zu bringen. Und Gruffon. Arnautovic, schönes Tor. Ja, es geht doch. Klasse Vorarbeit hier, aber auch. So, Jelle Vossen also wieder da, nach 5 Wochen Verletzung. Hat er wieder unser Trikot an. Und das nicht beim Mannschaftsarzt. Bälle rausgetragen wieder von uns. Mielitz unten. Auch auf Mielitz, da wird es ankommen. Ekeci hilft gut mit. Vossen gegen Naldo. Ja, den müssen wir jetzt irgendwie in eine Form prügeln, den Vossen. Flanke war nicht schlecht, der landet bei Dost, aber schön. Schön geblockt den Schuss mal wieder. So, Diego muss jetzt runter hier beim Gegner. Behrens darf draufbleiben. Ja, Shelloku kommt für Diego. Der war doch mal bei Augsburg, nicht wahr? War der ausgeliehen? Ich glaube, der war nur ausgeliehen, ne? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Bin gespannt, wie Vossen wieder reinkommt in die Saison. Ob der überhaupt nochmal reinkommt. Denn Akpala hat natürlich einen riesen Vorsprung aktuell. Jetzt gibt es hier nochmal einen gefährlichen Freistoß. Naldo steht da. Gut, dass der nicht im Tor war. Sonst wird es hier nochmal unnötigerweise spannend. Verinha. Ja, zieht hier wieder den Foul. Zieht wieder den Freistoß. Und bringt nochmal Iggy. Haben wir schon gewechselt. Wir haben wahrscheinlich schon 3-mal gewechselt. Oder dann haut uns Donk hier einen rein. Oh, oh. Wir müssen noch 10 Minuten zittern. Dost, nicht Donk. Donk spielt ja bei uns. So, Behrens auf Dost. Verinha. Verinha kann durchgehen. Schießt. Boah. Gehalten. Ball raus. Aber da steht wieder nur Behrens. Bastos verliert den Ball. Aber zu kurz die Abwehr. Dann haben sie Glück. Dufra vorbei an einem. Pass zu Vossen. Vossen schießt. Benaglio. So, offizielle Spielzeit gleich vorbei. 3 Minuten nochmal obendrauf. Leute, wo kommen die denn her? Dufra kann sich nicht durchsetzen im Laufduell. Komm, abpfeifen, abpfeifen. Jawohl, Sieg. 2-3 in Wolfsburg. Hui. Das war wichtig. Schwienheft. Ja, Jelle bei seinem Debüt. Hm. Ergebnisse. Wir kommen einen Platz hoch hier auf Rang 5. Schalke hat verloren, ist drunter gereicht worden. So, gucken wir mal hier rein. Ja, der war natürlich gut hier, ne? Horau. Und Steven Saunders. Kirchhoff, ablösefrei. Und Rakitic ganz gut. Donk immer noch ein guter Griff. Jelle Vossen, ja. Ne? Durch seine Verletzung. Allerdings haben wir keinen Flop gekauft. Das ist ja schon mal was wert. Und Rakitic immerhin Stammspieler. Und so langsam kommt hier auch Vertrauen zurück. Das ist ja auch schon mal wichtig, dass wir da Vertrauen haben. Ja, Hannover hat Interesse an ihn, ja, ich aber nicht. Ja, Lautern hat auch Interesse. Elias wieder fit. Reserve gewinnt 4-1. Tribul trifft, Wurz. Gebhardt hat auch getroffen, sehr schön. Und wir gehen einen Tag weiter.
Hui, da haben wir wieder eine Woche vor uns. Ich wollte jetzt noch mal kurz in die Aufgaben schauen. Kapitän. Bleibt Fritz vorhand. Elfmeter bleibt auch Elia. Von rechts. Freistoß mit Chance. Und von rechts. Und Ecken von links. Und von rechts. So. Hätten wir das auch mal wieder gemacht. So, Janusewitsch kommt denn. Ach, guck mal, jetzt, wo er es nicht mehr trainieren soll, da kommt er dann voran da drin. Das ist doch nicht normal. Manchmal verstehe ich das Spiel nicht. Muss ich ganz ehrlich so sagen. So. Gucken wir mal uns ein bisschen die Spiele an. Ich glaube, wir haben mal ein bisschen Zeit. Nö. Ja, Kirchhoff kommt gut rein. Trainiert gut. Form natürlich jetzt nicht das Beste. Erfahrung könnte noch ein bisschen besser werden, ne? Eigentlich hat er Fähigkeiten für 76. Die kann er nur nicht so ganz zeigen. Elia hat sich, naja, geht so verbessert. Hat Fähigkeiten für 79. Ja, charaktertechnisch ist er natürlich auch nicht der Beste. Gut, gucken wir mal in die zweite Mannschaft, was da so geht. Espinosa immer noch verletzt. Aber der kommt jetzt auch wieder zurück, morgen. Und so langsam kommen nämlich auch die Spieler hier an. Außer ihm. Er kommt überhaupt nicht an. Er trainiert, aber er kommt nix. Macht überall Minus. Versteh, wer will, ne? Können ja nicht alle so abgeben wie der Gepard. Hat Fähigkeiten 70, ja? Da sieht man mal, was der schon kann. Das wird mal ein guter, genau wie Westermann. Was hat der für Fähigkeiten? 68. Guck mal, Grätsche 86. Wahnsinn. Da haben wir echt ein paar gute Spieler dabei. Er macht sich auch ganz gut. Fünf schon bei taktischem Verständnis. Kam ja auch ablösefrei. Er wird wohl auch eher Minus gemacht haben. Ja. Hat eigentlich bessere Möglichkeiten. So, was machen die Laien? Was machen die Laien? Ja, er hat sich schon verschlechtert um einen. Das ist natürlich so richtig der Worst Case. Du Kimi hat sich verschlechtert. Wer ist denn hier dieser Alberto nochmal? Weiß ich gar nicht mehr. Auch ein Spanier. Hier sieht man aber nicht, was er so plus macht. Fabrini hat schon 10 Tore erzielt. Oh, Fio Welcott kommt. Ist aber ein bisschen verstimmt. Ja. So ist das dann halt, ne? So, ich würde sagen, hier ist die Zeit, mal wieder den Part zu beenden und wir sehen uns wieder im nächsten Part. Ciao.